Und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Gestern im letzten Part haben wir den Braindance von Evelyn gemacht, wo sie bei diesem einen Typen war, der ja diesen krassen Relic Biochip hat, den wir uns besorgen müssen. Und ja. Deswegen, ja, und wir haben sie hier kennengelernt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Judy, genau. Die ist Maschallah, die hübsche. Leider wurden wir von Evelyn mehr oder weniger zurückgehalten, dass wir sie... Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Dass wir unsere Finger von ihr lassen. Sie scheint jetzt aber auch nicht wirklich so attractive auf uns zu sein, beziehungsweise attracted so rum. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ja, Serverräume, dies, das. Wir wurden außerdem auch richtig krass geupgradet im letzten Part, bevor wir hier bei Evelyn waren, von Marcus, glaube ich, hieß der, ich weiß nicht genau. Neuer Braindance Veröffentlichung. Was geht, BD Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo Rush? Oh, das haben wir glaube ich schon, ne? Und so weiter. Ja, mein Stream ist ein bisschen am Laggen. Hey, Moment mal. Habe ich nicht fensterloser Modus? Hier, Fenstermodus ohne Rand. Ich komme trotzdem nicht raus. Okay. Dann halt nicht. Naja. Ich denke mal. Ja, wir müssen los. Ich sprich mit Evelyn. Jo. Ich habe mich jetzt auch langsam an die Steuerung gewöhnt. Und? Was denkst du? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Ich finde es übrigens geil, wie das Gesicht sich in den Gesprächen bewegt. Ne? Das wurde heute getwittert von Pandoria. Und sie hat recht. Was denkst du? Es ist echt krass. Also, Mimik und Gestik gab es ja sehr selten in Videospielen. Pokémon und so, ihr wisst Bescheid. Also, das war ja richtig Cancer meiste Zeit am Anfang. Ja. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Yorinobu. Das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich. Ja, stimmt. Ich meine, dass man mit dem Braindance herausfindet, wo was ist, das ist halt so... Ja, mei, ne? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Oh ja. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Ja, in gewisser Weise ist sie ja eigentlich eine Prostituierte, aber... Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Ja. Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex.
kein Dex. Aber Dex hat uns. Aber dann kriege ich richtig Ärger mit dem, oder? Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Das ist dieselbe Frage fast schon, ne? Die mir Dex gestellt hat. Aber Dex vertraut uns, ne? Und der sieht schon aus, als ob der... Was denkst du? Wege hätte uns zu flexen. Ja, und ich will nicht geflext werden von Dex, deswegen... Scheiße, nie im Leben. Dex ist mit mir ein Risiko eingegangen. Er vertraut mir. Ja, ja. Und jetzt mache ich dasselbe. 50%. Mit so viel Geld auf dem Konto brauchst du Dex für nichts mehr. Oh, 50-50, ne? Wir reden von dem Relic. Von dem Relic, von dem Biochip, der insane krass ist. Vielleicht der Schritt zur Unsterblichkeit. Ich bescheiße Dex nicht, ich denke darüber nach. Boah, nee, ich bescheiße ihn nicht, sorry. Es geht nicht nur ums Geld. Es geht nicht ums Geld, der macht mich kalt. Du bist ein Söldner. Es geht immer ums Geld. Es geht um Geld, Ruf und um Leben. Nicht, wenn ich dafür jemanden bescheiße, der mir vertraut. Tut mir leid. Na gut, ich habe nie gefragt. Aber wie? Hm? Ich hoffe, du bist genauso nützlich wie nein. Ich bin super nützlich. Glaub mir. Okay. No risk, no reward? What the fuck? Nee. No risk, high reward, das wollte ich sagen. Ich bin nicht... Ah, man sieht mit meiner Facecam gar nicht... Es ist echt... Also Facecam, Leute. Ja, jetzt chill doch mal ein wenig. Mox, nee? Frauchen. Ah nee, da ist der Text. Disgusting! Bis dann, wie? Also, was ich sagen wollte. Oh lol, sie hat mich rausgeschmissen. Dexter DeShawn. Wie sieht's aus, Mr. V? Ich habe die Compeggy-Aufnahme. Evans Aufnahme aus der Compeggy war die Mühe wert. Wunderbar. Iberg hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Willst nicht hören? Bisher nichts. Bin noch dabei. T-Bug meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. B. Genau, wir müssen noch den Flathead besorgen. Das ist so ein ganz krasser Roboter von Maelstrom. Wir werden Dex nicht bescheißen, aus dem Grund, weil er uns kalt macht. Und ich bin ein Söldner, dem man vertrauen kann. Ich bin der Beste. Aber ich bin auch der, also ich bin der zuverlässigste, aber ich bin auch der fairste Söldner. Ne? Ich gehe hier keine Scheiße ein. Wenn schon, dann richtig. Okay. Gestern Nacht um 4, Gina und ich sitzen an der Bar. Und sie labert von diesem Bankkram. Bla 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 bla. Und ich versuche die ganze Zeit auch mal zu Wort zu kommen, weil sie mir die Nachmittagstisch abnehmen muss, damit ich meine Torte abholen kann. Aber alles ist cool. Auf einmal taumelt dieser zugedröhnte Typ rein und schmeißt mal an der Tür fast um. Und? Ist der drinnen durchgedreht? Nein. Zieh dir das rein. Der Typ leid, er will echten Spaß, keinen Virtus-Scheiß. Er weiß, das ist nicht erlaubt, aber er zahlt das Dreifache. Und was macht Gina? Sie macht. Schleppt den Loser zu einer Kabine. Der war so high, dass er die BD-Elektroden für abgefahrene Sexspielzeuge gehalten hat. Gina lädt also die Orgie mit einer Orgasmus-Endlosschleife zu. Alter! Laber nicht, und er hat nichts gemerkt? Ach, Quatsch! Sogar wenn die nüchtern sind, halten sie das Bukake-Finale für echt. Lel. Ich hab doch gesagt, ich komm zu dir. Sie heißt nicht mehr Gina, sie heißt einfach Genius. Krass. Haben Sie noch einen Wunsch? Oha. Ja, die ist ein bisschen am Ass, I guess. Gibt's was zu trinken? Ach,
Ach ja, stimmt, da drüben, Alter. Ja, die gönnen sich, ne? Kennen wir uns? Nein, Mann. Ich sag mal so, Braindance ist schon bestimmt ziemlich nice. Ist vor allem clean. Ne? Kannst du während der Corona-Zeit machen. Alles ist in Ordnung. Ey. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Hab ich gerade. Ja? Willst du was loswerden? Oh, die ist über die Party am Start. Ich mach doch gar nichts. Und sie sind? Ich werde wenigstens mal mit sie angesprochen. Neuer Fan? Was willst du? Ja, ich will mit dem hier sprechen. Hey, wie läuft's? Alter, du bist ja nett. Ehrenmann. Hm, was hat der Angst vor mir? Alter, lass mich mal durch. Danke. Das ist ein bisschen weird flex. Lol, die haben hier einen BD-Dance? BD meine ich? Brain Dance? Du musst den Pegel halten. Hä? Du darfst nicht überziehen. Na, willst du etwas Spaß haben? Oh, scheiße, Jackie Welch schreibt mir. Hola, wie sieht's heute aus? Es geht, keine Ahnung, bist sicher mich, aber sag mir, wie es gelaufen ist. Ist das der echte Jackie Wells? Schreib mal das hier. Wow, das wurde zwischendrin reingeschnullert. Ich kann Nachrichten überprüfen. Okay, Regina Jones. Können wir hier antworten? Coach Fred? Coach Fred, ich habe ein paar Infos zu deinen Gegnern. Kabuki, das ist eine Überraschung. Du wirst schon sehen. Arroyo, Buck, Gangster von Sixth Street, eigentlich das Ass. Glenn, Caesar, Fäuste wie Eisenhammer, Animals Club, Rhino, die Frau ist eine Legende, die haut jeden platt. Okay, okay. YouTube-Info von Dexter DeShawn. Mr. B, wer ist mein kleiner Folge bei den Bücher-Handelsjungen? Ein really Tonmodell ist. Genau, Dexter ist ja das, was er in Eddies Dollars schwimmen. Okay. Wieder gedroppte Frames. Ganz schwierig. Alter, was hast du für eine Haltung, Bruder? Wir sind sogar Level 4 schon. Warte mal. Jo. Ja, also Sonnenbrille ist schon nice, Leute. So, Werte. Nee, nicht Werte. Rucksack. Stimmt, das ist ja die. Das ist die neue Gun, die wir haben. Oh mein. Okay, hier gibt's einiges zu tun. Ach du Scheiße. Das ist jetzt aber. That escalated quickly, Leute. Okay, einer auf Reboot-Spawn. Ich würde glaube ich nochmal auf Coolness. Why Coolness? Habt ihr gemerkt in den Gesprächen, hat Coolness immer so einen ganz komischen Vibe an Sätzen, die man auswählen kann. Ich finde Coolness ist aber trotzdem ein guter Wert. Widerstandskraft, also Resistenzen, Selbstbeherrschung, das ist wahrscheinlich in Gesprächen wichtig, und Effektivität im Stealth-Modus. Ah, finde ich schon wichtig. Technische Fähigkeit, ja, Konstitution ist schon ein bisschen am Ass, ne? Da müssen wir auch ein bisschen mitskillen, glaube ich. Intelligenz, Kompetenz als Netrunner. Ich weiß nicht, inwiefern ich diese Quick-Hacks machen werde. Ich glaube, ich bin nicht der Quick-Hack-Typ, oder? Also wenn, dann auf Coolness. Ich find's doof, dass du mit ESC das machen musst. Machen wir Quick-Hack mal auf Coolness. Und wir haben noch einen Vorteilspunkt. Kampfmaschine, Resistenzen. Und sagen wir, wo steigt Kampfmaschine? Okay, nachdem wir gegen die Kampfmaschine, dann gehen wir schnell 7%. Armor, Stahl, Stealth. Hör das Bewegungszentrum sagen, während du schleichst. Das ist nice. Die schöne Tür, die Schaden noch machen mit Schaden. Hidden Dragon? Wenn ich nicht durch aus der Luft rausgehe, ziehe ich dich nicht bemerkt. Oh mein Gott, geil. Tomahawk, ich möchte das Werfen vom Messer halten. Oh, Messerwerfen ist auch geil. Lecker, lecker. Boah, das sind aber geile Sachen hier. Ohne Witz, das gefällt mir übel. Ich nehme Tomahawk, Alter. Ganz ehrlich, da sehe ich mich doch.
Übel nice. So. Das ist halt eine epische Waffe, ne? Ah, wir können Waffen herstellen. Oh mein Gott, wir können Waffen herstellen. Pulsar. Brrr, Gun. Was bist du? Wir können sogar... Ah, die Nova. Die hatten wir, glaube ich, schon mal. Oh, die hat aber auch guten DPS. Oh, eine geile Schrotze, Junge. Was bist du? Nekomata. Alter, die sieht ja mal mega aus. Was bist du? Ein Tech-Scharfschützengewehr. Kann aufgeladen werden, um besonders durchschlagen, den Schuss abzugeben. Zeigst du einen zufälligen Wert. Kritische Trefferchance, kritische Schaden, Chance auf Bluten, Chance auf Fallen. Zeigst du einfach einen zufälligen ausgewählten Schadenstypen. Chemie, Schock, physisch, thermal. Das würde ich gerne herstellen, glaube ich. Panzerbrechend. Geil. Die Deckung durchdringen und die... Oh mein Gott, durch Deckungen durchschießen. Es ist einfach eine Schrotflinten-Scharfschützengewehr. Okay, die Waffen sind ja insane geil. Also ich glaube, Waffen und Fähigkeiten kann man hier richtig eskalieren einfach. Schüsch, Maschala, Bruder, was geht? Dann können wir die eigentlich verkaufen, ne? Oder zerlegen? Ich zerleg die mal, damit wir ein paar Teile haben. Alter, die ist ja mal mega nice. Hey, ausrüsten. Was? Schema. Aktion. What? Wieso darf ich die nicht ablegen? Ach so, wir finden uns in einem sicheren Bereich, ne? Da darf man keine Waffen benutzen, glaube ich. Ach, man kriegt XP beim... Moment, man kriegt man XP beim Herstellen von Waffen? Oder wie, oder was? Warten ist nicht möglich, Datenbank. Aber ist cool. Kleidungssets. Okay, ich lerne immer mehr dazu. Alter, insane. Okay. Tag 3. Wir. Boah, was machen wir? Ja. Scheiße, ich kann den Titel nicht updaten. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich bin gerade ein bisschen. 7% der Story haben wir schon. Das ist schon ein Stück. Hey, 7%? Okay, das. Also ist sich den Relic zu holen mit dem Flat wahrscheinlich echt die ganze Story, oder was? Braindance. Afterlife, Braindance, Type, das ABC von Night City's Nachtleben. Oh, okay, sehr schön. Wenn du wie wir ein echter Dancehead bist, musst du unbedingt im Lizzie's vorbeischauen. Egal wie lange man sucht, es gibt einfach keinen besseren Braindance Club in der Stadt. Moderne Kabinen, zuverlässige Tech und am allerwichtigsten... Ein riesiger Katalog, in dem man so ziemlich alles findet, was man sich vorstellen kann. Hier bekommst du garantiert alles für den besten Orgasmus deines Lebens. Hart oder zärtlich, nötig oder stilvoll. Und alles dazwischen. Lass dich nicht von den Mädels an der Tür einschüchtern oder abtüren. Sie sind neuen Kunden gegenüber immer erstmal neustrausch. Aber sobald du drin bist, bekommst du die allerbeste Behandlung. Glaub uns, wenn du das Lizzie's einmal ausprobiert hast, gehst du sonst nirgendwo mehr hin. Und das Afterlife? Das ist eine ganz andere Sache, klar. Man kann sich da auch zulaufen lassen und feiern. Aber das Afterlife ist vor allem ein geschäftlicher Treffpunkt. Willst du dich mit einem Fixer über einen Auftrag unterhalten, mit einem Kunden etwas trinken und dabei wichtige Details besprechen oder dich einfach nur zurücklehnen und zusehen, wie die einflussreichsten Söldner und Fixer von Night City hier ein- und ausgehen. Für all diese Dinge ist das Afterlife der richtige und ehrlich gesagt auch der einzige Ort. Wenn du für die wichtigsten Musik-Events der Stadt interessiert, dann solltest du ins Riot gehen. Playlists voller Hits, Live-Konzerte der großen Stars aus Night City und aus dem Rest der Welt, DJ-Battles, einzigartige Musikshows und Album-Premieren mit hochkarätigen Besuchern. Klingt das nicht nach deiner Szene? Dann ist das Riot genau das Richtige für dich. Ja, sexy, Alter. Vielleicht würde ich gerne mal gehen. Okay, Musik und so. Kennen wir uns? Also, das Spiel ist geil, ja. Es ist ein bisschen overhyped, finde ich. Ich habe auch, wie gesagt, schon zwei große Kritikpunkte. Hat dich einer geprellt, ja? Dann rede mit den Mädchen an der Tür. Die kümmern sich drum. Nein, es geht um eine Freundin. Arbeitet an der Eth. Sieht
schlecht aus. Nicht unser Revier, Kido. Ich weiß. Aber sie will da raus. Hat genug von der Straße. Sie will hier arbeiten. Vollzeit. Problem ist, ihr Daddy will sie nicht gehen lassen. Hat gesagt, wenn sie abhaut, macht er sie kaputt. Einfach so. Wie heißt der Typ? Keine Ahnung. Hab gehört. Man nennt ihn Latex Fred. Dämlich, ich weiß. Ja. Okay. Sag deine Freundin, Mr. Latex wird ihr keine Probleme mehr machen. Ah, man sieht Mox. Okay. Darf ich da rein? Wie geht's denn so, Herzchen? Ja, ganz gut. Und dir? Kritikpunkt 1. Die meisten random NPCs wiederholen immer ihre Standardsätze. Aber so Gespräche wie die sind schon sehr geil. Also, vielleicht war das am Anfang nur so schlimm, aber jetzt schau mal, jetzt kommen coole Texte, ne? Jetzt kommen wirklich individuelle Texte. Alter, hier ist der VIP-Bereich. Werden die jetzt den gerade besorgt, oder? Ich glaube, den wird's gerade besorgt. Geil, dass Frauen hier auch herkommen. Ich meine, okay, das ist Nicola. Die Nicola! Wer bist du? Ich bin dein Freund. Lol. Hallo. Lol, ich bin ausgewichen. Nicola Fire, Le Maurice und so ein Shit. Pärchen. Den Eddies hätten wir hier endlich weggekommen. Dann halt nächstes Jahr. Ja, klar. Hier ist noch eine Dings. Alter, ich würde gerne mal einen Braindance machen, aber ich weiß nicht, ob das nicht ganz. Yo! Yo, was geht? Alles unter Kontrolle. Okay, wenn du meinst. Oh, die ist verschlossen. Fuck to death, Alter. Was ist da? Oh. Ja. Verschwiegenheitserklärung. Achso, hier ist Exit. Oh, nee, nicht Exit. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Bart Moss Kollektiv. Aha. Genau soll das bedeuten. Kann ich da eigentlich runterspringen? Jo, kann ich. Da kümmert sich dann um meine Mutter. Wo ist denn die Bar? Da ist die Bar. Gehen wir nochmal in die Bar. Vielleicht hat er eine Mission. Hey. Matteo, was geht? Ey, Brudi. Bist mir sympathisch tatsächlich. Ja, sehr. Schon. Hallo? Ich kann nicht mehr scrollen. Was habt ihr auf der Karte? Okay, ich konnte irgendwie nicht mehr scrollen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich trinke den mal, den Spunky. Oh, scheiße. Wollte ich eigentlich trinken? Egal, Verlustgeschäft. Ich kann nicht aufstehen. Hallo? Ah, jetzt hat. Danke. Ich muss jetzt los. Okay. Triff dich mit Jackie. Melde dich bei der Militech-Agentin Meredith Stute. Optional. Müssen hier rauskommen. Wie? Hier, Exit. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Mhm. Danke dir. Die ist aber auch richtig cool, ne? Vom Aussehen her. Also du bist halt schon Bay-like, ich schwöre. Mag den Stil, wirklich. Also Cyberpunk ist so, da bin ich da, ne? Ich finde die Grafik ist auch gar nicht so scheiße, oder Leute? Also ich kann tatsächlich mit einer relativ guten Grafik streamen. Es ist halt schon eine relativ Low-Grafik oder Low-Mittel. Mein Auto steht ja einfach mal, okay. Aber, ja, wo ist denn Jackie? Oder was will ich denn machen?
Melde dich bei Military Agent Meredith Stout. Kann ich denn Missionen? Missionen, Journal. Splitter? So. Was gibt's noch? Taro, okay. Ich hätte gerne hier Karte. Journal öffnen. Die Übergabe, Belohnung Mittel. Genau. Ah, hier kann man das auswählen. Okay, und dann wird man dahin gelotst, oder wie? Und wie werde ich dahin gelotst? Okay. Ich finde, das Autofahren ist noch ein bisschen schwierig. So, machen wir mal Radio. Techniker haben einen Durchbruch in der Gentechnologie bekannt gegeben. Die Wiedereinführung dreier bereits ausgestorbener Tierarten. Dem nordamerikanischen Biber, dem Swiftfuchs und dem Florida-Waldkaninchen. Die Taste, die... Hallo? Radio-Wechselstrom. Okay, machen wir jetzt ein bisschen... Rail. Lass mich mal durch, Leute, bitte, danke. Ach, die Steuerung ist echt ein bisschen für ein Ace, Leute. Wie zum Beispiel der Vogelgrippe von 2061 oder dem Rattenfieber von 2072. Und vorläufig werden die Tiere nur auf Bestellung gezüchtet werden. Hä? In der Türkei. Hallo, Radio. Man sich erneut Hallo. Gegen einen radioaktiven Sandsturm, der dieses Jahr auftreten könnte. Was ist denn mit meiner Tastatur los? Ich meine, die ist doch da am Start, oder nicht? Was ist vor allem... ...meiner Facecam? Covered up. The CDC. Back when that was a thing. Da muss das Radio ausmachen. Yeah, like a flu that melts your body. Auswählen. Auswählen und B schließen. Digga. So, wo geht's denn jetzt lang? Mit dem Journal? Ich check's nicht. Kamera wechseln. Na, ich glaube, Ego ist ein bisschen. Ego ist, glaube ich, sau schwer zum Fahren, oder? Ich probier mal Ego. Überfall im Garten. Wo? Ich mach das. Ich will ein bisschen die Welt erkunden. Ja, chill, Mann. Ich muss umdrehen. Schon weg. Neutralisiere die. Steig aus! Hallo! So, aussteigen. So, wo ist das? Überfall im Gange. Wo? Ich seh's nicht! Hier! What? Bist du dumm oder so? Scheiße. Wieso stirbt der nicht? What? Die haben mich gebumst. Okay. Alter, also Kampfsystem. Boah. Schwierig mit Steuerung, Maus und Tastatur, Alter. What the fuck?
kann nicht schießen. Ich habe halt noch nie einen Shooter gespielt, ne? Also ich bin wirklich lost. Und es ist die Bewegung. What the fuck, man? Also jetzt fahre ich aber sowas von weg. Tschüss. Wo kann ich denn mich bei Militech-Agentin Meredith Stout melden, Alter? Wie geht das? Wieso wird das... Da ist der Überfall! Oh, der ist unter mir. Ja, das ist schwierig. Nee, da bin ich raus. Also Autofahren geht mittlerweile. Habe ich schon geübt. Ich muss echt ein bisschen mehr kämpfen. Muss irgendwie... Neues Gebiet oder hier in China. Cool. Ich glaube, da will ich aber gar nicht hin. Oh mein Gott. Was tue ich hier? Alter, mein Auto ist halt zu für ein Ace, man.